Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei King of Retail mit eurem Bobas. Und drückt mir die Daumen, dass ich jetzt meinen 10. Punkt bekomme, dass ich jetzt endlich mal die Shirts freischalten kann. Aber ich denke schon, ja, da fehlt nur ein Fitzelchen. Das kann doch wohl nicht sein. Okay, und auch die anderen Läden haben keinen Punkt bekommen. Das heißt, wir müssen also nochmal einmal aushalten. So, am nächsten Tag wird auf jeden Fall dann das Ganze stattfinden. Also nach dem Arbeitstag, dann werden wir in den Konzern gehen und können endlich die Shirts freischalten. So, aber jetzt packe ich erst einmal aus. So, wir sind auf jeden Fall schon mal offen fürs Geschäft, was ja schon mal ganz gut ist. Jetzt bin ich noch mal gespannt, was ich mir hier noch einfallen lasse. So, wir haben ja hier Firestorm. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir haben recht viele Poster und so weiter. Ich kann da hinten, glaube ich, kein Regal mehr sonst hinstellen. Ich probiere das jetzt mal computermäßig irgendwas an die Wand noch zu klatschen. Aber ich glaube, dass... Nein, das geht nicht. Okay, aber man kann natürlich hier arbeiten mit Regalen. So, ich gehe mal ganz kurz daran. Und zwar haben wir noch irgendwelche Rechner, Computer. Wir haben eigentlich die jeweils drin. Das heißt, wir bräuchten hier nochmal Rechner zum Herstellen. Da wäre natürlich nochmal Flache nicht schlecht, ne? Ich weiß es echt nicht. Jetzt werde ich erst einmal hier kopieren, ganz kurz das Design. Kopieren und das mal hier übertragen auf die da. Einfügen. Ah doch. Ich denke, das kann man sogar machen. In die Richtung. Einfügen. Und einfügen. So. Jetzt habe ich ja hier so schön Laptops drauf. Dann sollte ich im Grunde auch mal schauen, dass ich vielleicht Laptops her tue. Und dann tun wir nämlich hier. Wow. Vielleicht noch eins entfernt. Stellen wir mal diese drei hier hin. Zwei auseinander. So, wir sind halt einfach noch nicht fertig hier in der Ecke, ne? So, das wäre jetzt auf jeden Fall gut. Dann könnte ich da hinten nochmal. Moment, ich könnte mal schauen, dass ich diese zwei abverkauf. 178, wir machen jetzt da mal 128. Dann sollten die zwei nämlich auch schnell weg sein. Gehen wir nochmal drauf. Nein. Und zwar zack und zack. Und dann tun wir Rechner, Monitore. Und tun im Grunde dann noch die hier rein. So. Dann sollten eigentlich die roten dann aufgefüllt werden, sobald die lilanen auch weg sind. So. Gucken wir mal. Wir brauchen... Ich würde halt da gerne ein großes Bild drüber machen. Ne? So, Moment, jetzt schaue ich aber erst einmal, was ich da schildmäßig, wie das ausschaut. Design, Zeichen, zeig mal an. Schauen wir mal, Firestorm müsste ich doch eigentlich haben. Zeichen, Poster anzeigen, Firestorm und dann hier natürlich auch nochmal anzeigen, Firestorm. Und das schaut doch schon um einiges besser aus, ne? Guter aus. So, hier Zeichen. Poster anzeigen. Ich mache jetzt da auch mal Qualität. Zack. So. Dann brauchen wir jetzt. Es passen vier Stück hier drauf, ne? Vier Stück passen drauf. Das heißt, wir können. Wir schauen mal rein in die Einkaufsliste. Elektronik, Rechner, Computer. Wir gehen auf Firestorm. Wir haben hier auf jeden Fall Laptops. Eins, zwei, drei. Excuse me. Das müsste eigentlich Kassen. Ja. Ich dachte jetzt schon. Da muss ich es nochmal machen. Rechner, Computer, Firestorm.
So, drei Stück habe ich. Das heißt, wir haben das erste. Wir haben das zweite. Und das dritte. So, vier Stück gehen immer drauf. Dann ändere ich das jetzt mal in die vier um. Weil die kommen dann nämlich auf diese drei hier verteilt. Und rechnermäßig würde ich sagen, nehme ich hiervon diese drei mit jeweils zwei Stück. So. Artikel bestellen. Wir gehen auf... Ich habe doch jetzt auf bestellen geklickt, oder nicht? Ach so. Lieferung einfach kostet ja nichts. Stimmt ja. Stimmt ja, das ist ja der Lieferservice, der dann nichts kostet. Im Einzelhandel kostet er. Excuse me. Warum hat mich das jetzt ja gerade etwas verwundert? Wo bleibt er denn? Harry? Harry? Wo bleibst du? Komm, ich mach da schon mal die Tür auf. So, pack hin. Du gehst natürlich ans Letzte, ist ja logisch. Na komm. Hey. So, das muss ich dann nur noch ändern. Ich weiß nicht, ob das. Ja, doch, das passt schon. So, Elektronik, Rechner, Computer. Dann kommen hier im Grunde die drauf und diese drauf. So. Dann ändere ich das sofort ab auf den Mindestlagerbestand, bevor die wegverkauft werden. So. Dann haben wir hier die 1 ist das hier. Dann würde ich sagen, mache ich die hier auf die 1, die hier auf die 2. So, das wenn sich noch bewegen würde, dann wäre es auch cool. Ne? So, haben wir hier 4. Und wir haben hier die 4. So, dann kommen wir hier die letzten beiden zwei hin. Die schwarzen nach hinten, die roten nach hier vorne. Hey, have a minute. So. Und dann natürlich auch hier 4 und 4. Gut. Thank you. So, dann machen wir da hinten. Ich hoffe, das passt jetzt, ne? Elektronik, Rechner, Computer. Hey, have a minute. Und zwar diese hier. Und es passen tatsächlich nur zwei rein. Thank you. So, aber die sind vom Abstand her halt schon wesentlich angenehmer. Die glitschen auch nicht in die Regale oben drüber rein. Hey, have a minute. So. Passt. Dann würde ich natürlich gerne hier hinten vielleicht noch Tablets hermachen. Neben die VR-Brillen, Computer, Monitore, würde ich hier noch die Tablets herbringen. Da würde ich dann sagen, mache ich auch die Mobilgeräte, müssen wir da gehen, Tablets. Hi, spare 2 seconds. Zack, dreh dich mal. Ich schaue mal, wie viel ich da nebeneinander hinbekomme. Zack. So, hier müsste ich normalerweise auch 5 Böden reinbekommen. Also mit Tablets meine ich jetzt. Hi, spare 2 seconds. Das ist immer jeweils nur 1 Runde. Thanks. Und dann Design einfügen. Jawohl, perfekt. Perfekt, perfekt. So, 1, 2, 3, 4, 5. Jeweils 1 Runde. Und wir fügen das Design noch ein. Und das gleiche dann auch hier noch. Thanks. Na, das flutscht ja richtig heute. So, zurück und Design einfügen. So, dann hätten wir da eine schöne Regalwand. Ich könnte das Ganze natürlich auch noch ein bisschen rüberrutschen, ne? Keine Ahnung, wir haben jetzt 1, 2, 3, 4. Das mit 2 Stück noch rüberrutschen. Nee, warte mal.
Ha, wir lassen da einen Abstand dazwischen. Ich gehe da so ran. So. Und so, dann ist jeweils eins zwischendran. Da haben wir zwar jetzt keinen Abstand, aber das dürfte eigentlich egal sein. Habe ich da noch irgendwas auf Lager? Da habe ich nur zwei gekauft, ne? Okay, da haben wir auch nicht mehr. Passt schon. So, da oben drüber muss natürlich... Keine Ahnung, also Tablets auf jeden Fall. Es gehen, glaube ich, immer drei Tablets rein. Dann würde ich sagen, wir machen Elektronik, Mobilgeräte, Tablets. Nein. Wir müssen da rein. So, nochmal Elektronik, Mobilgeräte, Tablets. Firestorm. Es sind natürlich... Das ist blöd, ne? Das ist schon wieder so doof. Thank you. Dann müsste ich die Brillen eigentlich auch auf, um eins reduzieren. Um das oberste Fach oder sowas. Und wir machen... Warte mal. Ich habe ja da hinten die ganzen Tablets und Handys drin. Ne? Die müssen natürlich raus. Die müssen raus. Denn wir haben hier Sunshine Phones. Da passt jetzt der Firestorm überhaupt nicht her. Da muss ich umschwenken. Hey. So. Gucken wir mal. Wir haben hier die Firestorm-Teile. Ich lösche die jetzt mal raus. Ich pack alles ein. Und auch hier. Ich pack alles ein. Und lösche diese hier raus. So. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal die ersten Tablets. So, allerdings, wie gesagt, wir müssen, nein, nicht Rechner, Mobilgeräte, Tablets, wir müssen einen Boden wegmachen und das wird der oberste sein. 3, 1, 2 und 1. Ich glaube, das ist dann ganz gut. So, so, so und so. Zack, rein mit euch. Haben wir schon wieder Geschäftsschluss? Ey, das gibt's ja wohl nicht, oder? So, wir löschen die oberste. 1, 2, 3. 1, 2, 1. Vielleicht schaffe ich das da wenigstens noch. So, einmal rauslöschen. 1, 2, 3. 1, 2 und 1. So. Dann haben wir's. Den Rest machen wir dann quasi am nächsten Tag. Weil jetzt müssen wir auch auf jeden Fall die Punkte bekommen, dass wir die Shirts freischalten können. Ich gehe jetzt mal ganz kurz die ganzen Upgrades durch. Ich bestelle mal das Zeug und so weiter. Du musst ja noch auf Schulung gehen, sehe ich gerade. Ab mit dir. Ab auf Schulung. Warum? Genau, ich mache das jetzt halt mal ganz kurz und dann hole ich euch wieder mit dazu. So, ich habe jetzt halt noch ein bisschen die Einstellungen hier gemacht bei den Mitarbeitern. Ich habe jetzt auch gerade noch eine eingestellt. Die muss ich jetzt nur mal finden. Da ist sie. Und die müsste ich, glaube ich, noch nicht einmal, jawohl, noch nicht mal auf Schulung schicken. Die ist zwar hier auch recht voll, aber die verärgert die Kunden. Also von daher, na, lasse ich das mal lieber. Die bleibt an der Kasse. Eingestellt ist sie. Jetzt ist nur die Frage. Ich habe 3 in der Spätschicht. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5 Leute auf Kurs geschickt und habe dadurch jetzt halt nur 2 in der Früh und eine Mittel. Von daher würde ich jetzt halt für den Donnerstag sie mal einplanen um 12 bis 16, dass sie hier mal mitwerkelt. Und wenn die anderen vom Kurs kommen, dann muss ich mir das ganze Ding nochmal anschauen. Wir haben jetzt auf jeden Fall 2, 4, 6 und 7 sind wir bei 13 Leuten. Ist natürlich nicht unbedingt passend. 3, 6, 9, 4, 8, 12. Also ich könnte im Grunde immer 4 Leute an der Kasse haben. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ja, ich könnte immer 4 Leute an der Kasse haben. Das wäre
machbar, wenn die alle vom Kurs kommen. Ich muss auf jeden Fall jetzt schauen, am Anfang, dass ich auf die Kassen gucke. So, Verkäufer habe ich eigentlich, passt noch alles. Mehr Bewerbungen hatte ich auch nicht drin. Bestellung habe ich gemacht. Von daher würde ich sagen, wir flitschen jetzt mal kurz zur Stadt, weil wir mit Sicherheit jetzt den Punkt bekommen, jawohl. Und damit haben wir 10 Punkte. Und jetzt können wir auf jeden Fall zur Stadt, zum Konzern und können uns die Shirts holen. Ja, endlich. Endlich die Merch-Artikel. Was anderes geht es mir eigentlich gar nicht. Nur, dass wir wirklich noch die Shirts freigeschalten haben. Was anderes möchte ich eigentlich gar nicht. Jawohl, freischalten. Wir haben sie. So, jetzt gehe ich noch mal ganz kurz da hoch. Wir haben hier nämlich einen Laden. Ach so, ja. Wir haben eigentlich kein Geld drin und nichts, ne? Laden, genau. Das ist ja im Grunde noch geschlossen. Hier. Den haben wir im Livestream haben wir den miteinander gemacht, ne? Meines Wissens nach. Genau, das ist der Community Store. Und den werden wir uns auch aufheben für Livestreams, würde ich sagen. Wenn ich denn demnächst wieder mal einen schaffe, heißt es. So, wir gehen wieder zur Stadt. Wir gehen wieder zum Shop. Shop Vistalane, jawohl, wir gehen einmal hin. Aber die machen nicht einmal so schlecht Umsatz, ne? Also würde ich nicht da sein, dann würden die nicht mehr so schlecht Umsatz machen. Und der andere Laden, der kostet halt einfach nur Miete. Was anderes kostet der jetzt gerade im Moment nicht. So. Wir können anfangen mit Shirts. Da ist jetzt natürlich die Frage, ich kann da hinten wahrscheinlich nichts hinsetzen, oder? Ich probiere das mal nur. Kleidung, Oberteile. Mit dem Hänger hier. Doch, wir können da sogar ein Shirt hinmachen. Das ist cool. Lass ich gleich erst mal hängen. So. Einmal schnell auspacken. Das geht ja wieder mal ratzfatz. Ja, das Haushaltszeug, das kommt dann schon. Jetzt scheffeln wir erst einmal ein bisschen Kohle mit den Rechnern und so weiter. Das wäre natürlich im Einzelhandel auch so schön gehen würde, ne? Das wäre nicht schlecht. So, wir haben hier unsere Laptops. Unsere Computer. Da müsste man einfach mal schauen, was man von dem ganzen Zeug noch bevorraten könnte zum Nachfüllen. So, Mobilgeräte, Tablets. Wir haben die hier alle drin. Dann kommen jetzt diese vier hübschen rein. Zack. Einmal befüllen bitte. Ich denke schon, dass das gut ist mit 3 Stück. So. Dann machen wir hier natürlich auch die mobilen. Dann machen wir dann eben diese hier. 3, 4. Zack. Und die sind ja im Mindestlager schon aufgenommen. Ne, die noch nicht. Okay. Dann machen wir hier auf jeden Fall. Hey, ist gut, dass ich nachgeschaut habe. Ich wollte das jetzt fast noch nicht machen. Hey, have a minute. So, und ihr auch? 3, dann schaue ich da auch nochmal durch. Weil ruckzuck geht's und dann sind die doch nicht. So, okay, das passt. Da haben wir jeweils 2, ne? Da haben wir auch jeweils 2, 2. Spare 2 seconds. Okay, das passt. Das passt alles. So. Firestorm passt natürlich etwas. Orangenes, ganz klar. Ihr wisst wahrscheinlich eh, was ich auswähle. Hey. Ja. Da.
diese hier. So, und zwar 5-mal. Und den Arlo nehme ich mir auch mit rein. Auch mit 5-mal. So, dann sind die nämlich auf jeden Fall schon mal für den einen Hänger. Dann brauchen wir zum Beispiel das hier und das hier. Ne? Das passt, denke ich mal, auch ganz gut. 5 und 5. Dann, ich schaue jetzt halt hauptsächlich auf die Farben, ne? Ganz klar. So, ich hätte hier noch ein rotes. Und das rote halt, ne? Das. Aber okay. Komm, wir nehmen es. Ist egal. Die Leute müssen es kaufen, nicht ich. Zack. So, dann haben wir auf jeden Fall schon mal für 3 Hänger hätten wir schon mal T-Shirts. So, dann könnten wir quasi hier noch 2 solche Dinge hinmachen. Das ist ja blöd, ne? Das, da muss ich schauen, dass ich irgendwie. Thank you. Kriege ich da 3 nebeneinander? Ich glaube nicht, ne? Weit kann ich denn da rausgehen? Aber ja, weit rausgehen. Das will ich aber nicht. Warte mal, ich mache das jetzt mal ganz eng. Hey. Was war jetzt das? Und das da. So, dann hätten wir da 3 Stück. So, ich muss natürlich die erst einmal bestellen, ne? So, für 3 Stück. Dann könnten wir. Hey, have a minute. Kleidung. Wir werden schon noch was anderes finden. Dann müssen wir uns hier dann irgendwas halten. Ups, wollte ich jetzt noch nicht setzen, aber ist egal. Thanks. Da lassen wir ein bisschen Abstand. Got a second. So ungefähr wie zur Tür hin. Oh, dann passt. Ich kopiere mal ganz kurz das Design. So, zack. Einfügen. Jo, ist nicht immer so schlecht. Excuse me. Dann hier auch. Ja, finde ich cool. Also die Farbenkombination, die gefällt mir wirklich ganz gut, muss ich sagen. So. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Hey, a little help. So, wir haben bestellt 2, 4, 6 und wir brauchen dann also nochmal 6 Stück. Hi. Spare Oberteil, 2 seconds. Ich gehe nochmal auf Fun and Games. Entschuldigung, wir könnten dann an das eine hier, weil das sind 2 nebeneinander. Hey. Dann nehmen wir hier eben mal blau und grün. Und auch vom Arlo würde ich sagen, dann nehmen wir halt dann die schwarz und grün. Jeweils 5 Stück. So. Und da haben wir 3 und dann brauchen wir quasi nochmal für 1. Da machen wir Freedom Squad in Grau und das Team Edgar. Thanks. So. Paluten soll ja auch nicht zu kurz kommen. Zack. So, wir haben noch früh genug. Artikel bestellen. Mindestlager einmal. Zack. Zack. Und dann gehen wir einmal hier auf den Lieferwagen. Bitte ankarren. Weil dann können nämlich die Sachen, die schon verkauft sind, die können dann gleich wieder aufgeräumt oder eingeräumt werden. Ne? So, schauen wir mal, wann da kommt der Harry. Ich lasse jetzt gerade schnell laufen natürlich. Der Toni ist nicht so gut drauf, den schicke ich jetzt mal nach Hause. Der hat wahrscheinlich sowieso in der Dreiviertelstunde Schluss, aber ist egal. Lieber jetzt, als dass er dann vielleicht krank ist am nächsten Tag. Ja, da sieht man mal, was wir so verkauft haben.
Viel ist es nicht. Wir haben sogar mehr Toilettenpapier und so weiter verkauft als alles andere. Naja. Schneller laufen, schneller laufen. Und geschafft. Thanks. So, dann gehen wir jetzt einfach mal hier ran. Hier habe ich eigentlich vorgesehen gehabt, die zwei roten Oberteile. Und zwar auf den oberen meinen einen und unten drunter den Arno. Zack. So, dann müssen wir natürlich dann gleich noch die Mindestanzahl ändern. So. Dann warte mal, hier wollte ich Arlo und auch mich hinhängen. Und zwar hey. Im oberen Bereich wieder mich und drunter Arlo. Zack. Und auch hier Kleidung, Oberteile. Hey, a little help. Mich hier und dann eben Arlo unten drunter. So. Thanks. Hey. Ja, ich denke, es ist okay. Ich hab so viel rote Sachen gar nicht da. Habe ich schon, aber ich möchte jetzt halt hier eigentlich hey, bei a little help. Fun and Games Thanks. Bleiben. Firestorm und Fun and Games Shirts, die passen irgendwie, finde ich zumindest am besten mit. Thank you. So, dann haben wir Oberteile mäßig. Wir hätten... Okay, wir nehmen die nach unten, die nach oben. Zack. Dann machen wir hier... Die Hand nach unten, die Hand nach oben. Und da ist es eigentlich egal, ob ich würde das Freedom Squad unten hinhängen und den Edgar nach oben. So. Ja, das ist doch cool. Das finde ich zumindest. 5. Da machen wir natürlich überall 5 hin. Und passt. So, da habe ich es geändert. Alles klar. Jetzt geht es doch schon langsam mal los. So. Da würde ich jetzt... 19 Uhr, okay. Da würde ich jetzt tatsächlich mal ein längliches Schild nehmen. In der Größe L. Beleuchtet. Beleuchtung ist eigentlich immer gut. So. Veränderung. Das da. Warte mal. Ich hoffe, das schaffe ich allerdings. Nee. Wir machen jetzt erst einmal so. Vielleicht habe ich sogar... Ja, Mode ist blöd. Artikel. Nee. Qualität nein. Preis nein. Da ist ja dann eher noch das Mode. Interessant. Jo. So. Dann auch wieder an die Wand. Quer allerdings M. Ja, kaufen. Schild hin. Eigentlich wäre es... Oh Gott, jetzt ist die Zeit schon wieder rum. Ne? Ich könnte die ganz oben in die Ecke klatschen. Ha. Gut. Änderung. Wählen. Kasse 1. So, das muss ich farblich allerdings noch anpassen. Aktuell gefällt es mir noch nicht von der Farbe her, weil das muss natürlich in dem Farbton sein, wie jetzt die Kassen auch.
Ja, das muss auf jeden Fall angepasst werden. Guti gut, dann lasst uns doch mal noch gemeinsam die Einstellungen gucken. Wir haben 1, ich könnte 4 machen, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ich könnte 3 Kassen machen, a 4 Leute, 4 Kassen machen, a 3 Leute. Und ich habe jetzt aktuell 1, 2, 3 Kassen. Das ist nicht so schlecht, auf jeden Fall nicht schlecht. Es wäre nicht mal verkehrt, dass wir noch eine vierte Kasse dann gleich reinmachen. Weil wenn die dann alle besetzt sind, dann ist es, weil wir können ja, das Geld haben wir ja auf jeden Fall, wir können ja immer im Grunde die 4 für die Schicht da lassen, einen Springer, der immer an den freien Tagen dann für denjenigen arbeitet, der frei hat, und dann nochmal eine fünfte Person, also einen fünften pro Kasse, also sprich 1, 2, 3 mal Nummer 5. Und die lasse ich einfach dann im Markt. Sollte irgendwer krank sein, dann können die auf jeden Fall mit an die Kasse springen und fertig. Jo, so würde ich das machen. Tatsächlich. Okay, schauen wir jetzt erst einmal hier noch durch. Oh, 3 Bewerbungen. Gerade vorhin hatte ich nur eine, jetzt habe ich 3. So, du bist was? Ein Top-Verkäufer, alles klar. Dann verkaufe ich dich mal. Du bist Enrico Jansen. Enrico Jansen. So, dich muss ich jetzt... Ah, da ist er. Gerade wollte ich sagen, den muss ich aber jetzt erst einmal finden. So. Du bist unser neuer Verkäufer. Und du kannst auf Schulung gehen. So, dann haben wir hier nochmal einen für die Kasse. Das ist hervorragend. Fortsetzen. Der Christoph Enders. Ja, du müsstest eigentlich in der Kasse schon eingestellt sein, dann. Mike Clemens. Hallo? Ah, okay, der ist ausgebaut. Hier, Christoph Enders. Dann würde ich sagen, du gehst auch gleich mal auf Schulung. Der macht mir nämlich noch ein wenig zu viele Fehler. Aber das werden wir ihm schon austreiben. Aber auf der Kasse kümmern lassen. Das auf jeden Fall. So, wie ist es mit dir? Voll ausgebaut. Voll. Und? Voll. Gut. Also wir haben jetzt erst einmal alle an der Kasse voll ausgebaut. Also bis auf den neuen jetzt. So, beginne Vorstellung. Verkäufer vielleicht? Oh ja, Verkäufer. Hervorragend. Das ist der Torben Hesse. Also Torben, du wirst zum Verkaufsprofi. Torben Hesse, hier. Zack. Und schon bist du ein Spitzenverkäufer. Und das werden wir auch sehen, ob du das bist. So, halt hier, Verkauf. Zack. Oh, haben gar keine mehr. Ich dachte, es wären 3 gewesen. Oder habe ich schon alle 3 eingestellt? Ich weiß es nicht. Neuverhandlung, Geschäft, fehlender Kurs, ja, bla bla. So, Bestellungen, Mindestlager. 6.800, gerade mal 64 Artikel. Okay. Achso, naja, weil ich zwischenrein bestellt habe, ne? Deswegen. So, dann gucken wir da noch mit rein. Benedikt, du bist ein Verkäufer. Arthur. Auf jeden Fall keine Fehler mehr, das ist schon mal gut. Jessica.
Achso, Verkauf. Okay. Verkauf, dann würde ich sagen, keine Prozente. Zack. Oh Mann, die werden alle ausgebaut. Es wird immer mehr. Aber irgendwann ist das natürlich auch zu Ende, ne? Ah. Damit sind, ist das schon mal weg. Keine Sachen mehr demolieren beim Auspacken. Leonie. So. Katharina. Einen Punkt auf jeden Fall aufs Auspacken. Und hier haben wir noch die Vivian. Mit 4 Punkten, das heißt, die Kasse ist jetzt halt auch voll besetzt. Perfekt. Und die Einteilung selber, die machen wir dann beim nächsten Mal. Entweder habe ich es dann schon eingeteilt oder die machen wir beim nächsten Mal. Aber an sich gefällt mir die Ecke jetzt schon mal ganz gut. Hier müssen natürlich noch Sachen rein. Ich weiß, dass es wieder sehr eng steht. Ganz klar, aber ist mir wurscht. Ist mir egal. Wir stellen natürlich auch vor den jeweiligen Laden irgendwie Schilder oder sowas oder machen dann auch Hänger mit irgendwelchen Special-Sachen, ne, wo dann wirklich ein Regal zum Beispiel steht oder ein Hänger steht, der komplett mit einem Sonderangebot ist. Es soll ja im Grunde ausschauen wie so eine kleine Einkaufsmeile. Ne? Man geht hier durch, man hat hier rechts den Computershop, dann haben wir gesagt irgendwie hier hinten Klamotten, da Handys. Oh, das denke ich mal, das ist ganz gut. So, ansonsten würde ich jetzt sagen, haben wir es für heute. Oh, wir haben 14. Februar, sehe ich gerade. Muss ich mal kurz ausmachen. Hier, 14. Februar, also Happy Valentinstag. Ja, okay. Lasst mir ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Lasst mir Kommentare da. Und ansonsten, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer ihr euch wünscht. Macht's gut. Ciao, ciao.